Ich habe die Möglichkeit, in einem muslimischen Land zu leben. Sollte ich da hergehen, hängt von dir ab, von deiner Situation ab. Du musst für dich selber entscheiden. Natürlich, wir empfehlen jedem Muslim, unter den Muslimen zu leben. Sowieso, Barakallahu fikum, das dauert nicht lange, vielleicht in Europa jetzt 15 Jahre vielleicht. Dann werden die Muslime, Allahu alam, wie sie, was man mit ihnen machen wird, nicht ausschließen, dass sie vergast werden. Aber jetzt nicht vergasen, vielleicht mit anderen Methoden. Da könnte Virus machen, da könnte man irgendwas mit ihnen machen. Aber ich hatte mal, Barakallahu fikum, lachen, und ich rede ernst, das ist hier kein Scherz. Und ich hoffe, dass meine Prognose vielleicht falsch ist oder dass ich falsch liege. Aber diese Entwicklung in Europa und die Entwicklung in der ganzen Welt ist eine Entwicklung gegen die Muslime in allen Bereichen. Wenn du anfängst, deine Religion zu praktizieren, dann sind deine Familie gegen dich. Deine Freunde, deine Nachbarn, deine Leute. Aber wenn du den Islam verlässt oder wenn du den Islam nicht praktizierst oder wenn du Sünden begehst, dann wird das begrüßt. Wenn du gegen den Islam hetzt, oh, da bist du ein Held. Deshalb, Barakallahu fikum, diese neue, das wissen wir doch, ich meine, vor Jahren haben wir darüber gesprochen, das ist nicht neu. Diese Entwicklung, dass diese Rechtsparteien in Europa die Wahlen gewonnen haben. Bitte sucht man nach Gemeinsamkeit bei diesen Leuten. Wo ist die Gemeinsamkeit? Zwei Themen. Anti-Islam und Anti-Ausländer. Das sind. Und wir Muslime, wir sind Ausländer und Muslime. Auch übrigens, wenn du Deutscher bist oder Franzose bist. Und du nimmst den Islam an, dann bist du für sie Ausländer automatisch. Sei vorsichtig. Jeder Muslim, und als Empfehlung, nicht, dass man sagt, keiner hat das gesagt. 1933 gab es Stimmen in Deutschland und in Europa, die haben damals die Juden gewarnt. Passt auf, die Sache wird schrecklich werden. Also, ach, das passiert niemals. Was? Am Ende, was passierte? Die wurden vergast. Manche sagen, das stimmt nicht und sowas. Doch, das stimmt. Die Juden wurden vergast. Und die wurden massakriert. Aber wie? Möge Allah subhanahu uns bewahren. Und das ist, da sind wir dagegen als Muslime. Wir sind mit Sicherheit dagegen und wir verurteilen das. Und egal, ob sie Juden sind oder ob sie Christen wären oder Hindus oder sowas, diese Art, was damals mit Juden gemacht hat, das hat mit Menschheit nichts zu tun. Die Menschen, diese Leute, die das, oder Leute, Menschen, ich meine, das ist groß, dass man diese Leute als Menschen und Leute bezeichnet, die die anderen vergast haben, möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Überleg dir. Du bringst eine lebende Person und du steckst das in den Ofen. Was von Herz, was von Menschlichkeit hätte diese Person? So, Barakallahu fikum, 1939, als man das gesagt hat, haben wir gesagt, ach, das passiert nicht. Und am Ende wurden sie vergast. Heute, wenn wir sagen, wer sind die neuen Juden in dieser Zeit? Sag mal, ach, übertreibt nicht. Ach, Terrorismus kommt von Muslimen und von Islam. Welcher Terrorismus? Übrigens, ein bisschen Geschichte schadet nicht. Wallah schadet nicht. Man sollte lesen, was man damals von Wörtern benutzt hat, zur Zeit der SS-Regime und Nazis und sowas, was man von Wörtern benutzt hat. Und man sollte die vergleichen mit den Wörtern, die heute benutzt werden gegen die Muslime. Nur ein Vergleich! Deshalb, wir empfehlen jedem Muslim, einen Plan
B und C und D zu haben. Und jeder Muslim sollte sich, barakallahu fikum, einen Ort suchen, wenn der Fall der Fälle kommt, dass man sich zurückziehen kann. Sag mal, ja, ich werde mein Land nicht verlassen. Unser Land ist das Land, in dem wir den Islam praktizieren können. Das ist unser Land. Und wenn wir den Islam nicht praktizieren können, dann haben wir kein Land. Alhamdulillah. Dies nennt man Ghuraba. Und wir wollen Ghuraba bleiben. Mit unserer Religion, mit unserer Praktizierung. Deshalb diese Frage, wenn ich die Möglichkeit habe, in einem muslimischen Land zu leben und dass ich meine Religion praktizieren kann, natürlich, wir empfehlen, das zu machen. Aber, bevor du das machst, überleg dir gut. Überleg dir gut. Barakallahu fiek.